Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta. Heute gegen einen Terraner, wir selbst sind Protoss auf Echo war das, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Okay, und ich denke, ich werde jetzt nochmal diesen Adept All-In probieren, dem wir vor ein paar Folgen mal konfrontiert worden sind. Mal schauen, so geht. Oder wie der so geht. Erfolgsrezept war ja eigentlich Twilight Council, da das Shield-Upgrade für Adepten und Blink etwas gegen die Medivacs zu haben, aber das erst im Anschluss. Eigentlich war das Shield-Upgrade das Entscheidende. Und Immortals natürlich auch. Ich denke, das werden wir auch definitiv probieren. Wir werden trotzdem eine relativ frühe Echse erstmal spielen, vorweg. So wie eigentlich immer. Aus einem Gas. So, und viele Probes, Krone boosten. Zack. Es kommt dann hier gleich mit der Cybernetics Core und wir werden auf jeden Fall ein Zealot bauen wegen dieses SCVs da vorne. Denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er hier uns nerven will. Deshalb fahren wir jetzt auch schon mal runter. Ups, das war falsch. Hier muss noch eine 6 drauf liegen. Ja. Das war zu erwarten. So, wir nehmen das zweite Gas. Wir nehmen auch einen zweiten Zealot. Das ist mir definitiv wert gerade. Dann kommt hier gleich der Mothership Core hinterher. Sobald es möglich ist, jetzt, um genau zu sein. Und der wird jetzt vermutlich auch gleich benötigt, denn da wird gleich der Reaper kommen, da bin ich mir relativ sicher. So, wir nehmen schon mal einen Adepten mit. So. Und gehen dann mit zwei Adepten und einem... Ne, zwei Zealots und einen Adepten gleich mal. So ein bisschen auf Jagd schon mal. Vielleicht lässt sich ja ein bisschen was regeln. Und wir nehmen gleich erstmal eine Robo. Nicht, da hier gleich noch ein Widowmine Drop oder so hinterherkommt. So, das müssen wir natürlich jetzt schnell hinterher schicken. Ich brauche gleich unbedingt noch einen Pylon. Nicht, dass wir den hier vergessen. Zack. Ist hier schon ein Bunker? Ja, okay. Dann warten wir eben einen Moment. Gehen aber da trotzdem gleich rein. Da war auch schon relativ viel drin in diesem Bunker, wenn ich das richtig gesehen habe. Unsere Schicksale sind genug. Das Zeitfenster ist klein. Wir sind die Klingen ein. Wir können nicht standhalten. Hier ist gar kein... Das ist schlecht für uns zu wissen. Da ist ein Widowmine Drop definitiv unterwegs. Und es ist keine Echse da. Interessanterweise. Das wird also ein großer All-In hier gerade. So, okay, was machen wir denn dagegen? Wir nehmen nochmal ein Gate mehr. Twilight Council. Wir haben Overcharge. Jetzt wird gleich der Drop kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Trotzdem hier schon mal Expansion. Und wir bauen auch Immortal. Denn wir dürfen uns hier nicht zu sehr hinterherziehen lassen. Zwei Adepten bringen wir mal gerade nach unten hier. Wenn wir denn das Geld dazu haben. So. So, jetzt brauchen wir das Shield-Upgrade. Shield-Verbesserung erforschen. Zack. Die dürfen nach unten. Und noch einen zweiten Immortal und dann reicht das eigentlich schon. Er scheint hier gar keinen Widowmine Drop zu spielen. Ist das dann ein One-Ways-Push oder wie muss ich das verstehen?
So, wir machen noch einen Pylon jetzt gleich erstmal. So, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Gas. Erstmal sind eigentlich die Mineralien sicher, wichtiger. Wir nehmen noch einen dritten Immortal. So. Da waren die Widow Mines. Aber jetzt nicht so gefährlich. Ich würde jetzt gerne eigentlich noch mehr Gateways haben, aber dafür haben wir gar kein Geld, wenn ich das richtig einordne hier gerade. Eine Forge bräuchten wir auch eigentlich noch. Falls es gleich noch mehr als dieser eine Push kommt. So, aber wir gehen jetzt so los. Forschung ist abgeschlossen, das Schild-Upgrade ist da. Und wir mussten hier nochmal ein Raw-Prisma hinterher. Bauen allerdings weiter Probes, wir wollen nicht völlig All-In hier spielen. Ist wirklich eingebaut? Ja, blöde. Blödes Ding. So war das natürlich nicht gedacht. Wir haben auch extra zwei Observer. Wir wissen ja, dass da sein Plan ist, irgendwas mit zu tun. Auch noch mehr. Ja, so viel ist das nicht, was er da hat. Aber ich weiß nicht, wie gut wir dagegen was tun können. Eigentlich wären noch ein paar Sentries ganz gut. Habe ich echt nur 4 Gates? Das ist natürlich enorm wenig. Und er scheint ungefähr zu wissen, was hier abgeht. Ich weiß definitiv, was hier abgeht. So. Wenn ich jetzt noch ganz viele Geld hätte, dann wäre es echt gut. So, Gateways sind da. Natürlich die Frage, was hier noch so los ist. Und er geht einfach raus. Okay, hat gereicht, auch wenn das jetzt absolut nicht perfekt gemacht war. Aber auch dieses Match war kurz. 0 Minuten und 0 Sekunden, um genau zu sein. Interessanter Bug. Wir machen gleich nochmal ein Spiel hinterher. Wir haben ja inzwischen relativ kurze Spiele immer. Aber gut, so können wir wenigstens 2 dann pro Folge machen. Das ist ja auch ganz nett. Und wir warten mal, was wir jetzt bekommen. Und wir sehen uns dann nach einem Cut wieder. So, da sind wir wieder. Diesmal sind wir Terraner. Spielen gegen einen Zerg. Ein Dracoon oder so. So, diesmal nehmen wir aber mal relativ früh hier schon unser Depot. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu 50% Terraner bekomme und dann die anderen 50% aufgeteilt auf Protoss und Zerg. Aber wahrscheinlich kommt das immer mir nur so vor, weil mir Terraner-Spiele immer länger vorkommen. Weil ich da mich deutlich schlechter anstelle. Aber die Winrates sind inzwischen gar nicht mehr so schlecht. Also kann ich mich da auch gar nicht mehr so stark rausreden, um ehrlich zu sein. Aber man weint ja am Anfang immer gerne rum. Dann hat man eine Entschuldigung, wenn man verliert. Ist ja immer gut. Okay, so. Aufbauphase natürlich hier wieder am Anfang. Weiß gar nicht, sollen wir mal was aus 2 Gateways? Ich glaube, wir spielen mal direkt mal was aus 2 Kasernen. Turex Reaper spielen wir einfach mal. Dafür habe ich allerdings ziemlich spät Gas, fällt mir gerade auf. Trotzdem machen wir das. Mal schauen, wie das so geht. Brauchen wir gleich erstmal das Gateway. Ah, das sollte ungefähr passen vom Gas her. Erstmal hier das
C bauen. Die legen wir auf dem Hotkey. Gibt jetzt erstmal ganz viele Reaper. Und danach erst die Expansion. Ah, das wird aber eng mit dem Vespin Gas. Für zwei Reaper gleich. Könnte sein, dass so gerade passt. So, ihr könnt erstmal wieder weiter meinen. Und wir können erstmal ein zweites Command Center gebrauchen. Wir sammeln mal gerade ein bisschen die Reaper. Beziehungsweise, das ist eigentlich dumm. Ihr schickt direkt den Reaper los. Wellen aber dann hier direkt was hinterher. Können jetzt auch hier schon mulen. So, machen dann jetzt hier gleich weiter. Ich werde dann auch gleich eine Transition nehmen. Nicht allzu lange Zukunft. Ich baue, glaube ich, nochmal zwei Reaper, dass wir insgesamt fünf haben. So, Queen ist da. Ganz viele Linge. Mars Ling hier, oder was? Ohne Speed allerdings. Ohne Speed kann ich die natürlich hier mir ausmicron. Da kann er natürlich nicht so viel machen. Aber gleich wird irgendwann Speed da sein. So viele Dinge, wie er hier gerade spielt. Da ist Speed durch. So, Queen ist auf jeden Fall gefallen, das freut mich. Aber das wird hier ein All-In. So viel ist relativ sicher. Was wir nochmal bräuchten, ist, ob hier ein Bailing-Nest steht. Ah, es kommen auf jeden Fall noch mehr Linge. Das heißt, wir brauchen nochmal einen zweiten Bunker. So, kriege ich jetzt natürlich noch ein bisschen, fehlen mir noch die Add-ons hier. Kann noch ein CC bauen hier gerade. Ah ja, bleibt aber hinten. Erstaunlicherweise. Wahrscheinlich, weil er gesehen hat, was hier los ist. Und ich habe auch kein Mailing-Nest gesehen. Deshalb, ich fliege jetzt einfach mal um. Müssen hier unten auf jeden Fall mal gerade auch dann einen Bunker bauen. So, und wir brauchen dann hier auch mal eine Engineering Bay. So, an die Factory bauen wir direkt schon mal einen Tech Lab, damit wir hier auch schön gleich Tanks bauen können. Da kommt er. Aber so wie das nichts. Unser drittes CC ist auch schon fertig. Ich muss jetzt trotzdem noch mal scannen hier. Was ist das denn? Ganz viele Greens weit. Ganz viele Linge. Oh, da ist das sind die Banninger. Yeah.
Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Vor allen Dingen auch, dass wir jetzt unseren Panzer haben. So, jetzt macht er natürlich hier ganz viele Banelinge. So, und wir sind gleich auch schon mined out. Kommt noch dazu hier. So, Repair. Jetzt haben wir ernsthaft das Depot verloren, was wir hier gebraucht hätten. So. Merkwürdiges Spiel schon wieder hier. So, und weitere Tanks. Und wir werden jetzt auf jeden Fall auch mal ein paar unserer SCVs hier rüber sliden. Sehen hier, die dritte ist gerade erst im Bau. Das ist also auch nicht besonders toll von ihm. Der ist jetzt auch nicht so weit vorne, wie man meinen könnte. Kommt man hier durch? Nein. Das ist wichtig. So wird das nix, mein Freund. Ich brauche halt auch unbedingt mal langsam Medivacs. Die fehlen mir halt enorm. Denn jedes Mal Stim tut so natürlich höllisch weh. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unsere Marines verlieren natürlich ihre Hitpoints dabei. Weiß jetzt nicht, also bis bei den letzten Scans hatte er nie Gas. Was dann natürlich eigentlich aussagt, dass auch keine Mutas in naher Zukunft kommen können. Also auf zwei Base sind wir relativ sicher, aber unsere Main Base ist halt outmined. Erstmal wollen wir das plus 1 haben. So, und wir müssen jetzt wirklich mal los gleich. Also so viel können wir uns da nicht mehr erlauben. So. Was kommt da raus? Sehen wir das noch? Klinge. Also er will weiter all in. Sieht da keinen Grund, irgendeine Transition zu spielen. So, und das ist natürlich auch sehr teuer für ihn, wenn er das hier dauerhaft durchzieht. Aber irgendwann, also er hat halt drei Base, wir nicht. Das ist sein Vorteil. So, wir schicken mal eben diesen Marine hier nach vorne. Wir benötigen weitere Depots. Ja, also ich muss jetzt meine dritte nehmen. Sonst habe ich gleich gar kein Mining mehr. So, also ich würde jetzt fast einen Besen fressen, wenn ich gleich nochmal so einen Push käme. Wann geht's los? Hatte ich nicht vor Ewigkeiten die Post gebaut?
1 hatte ich gebaut. Okay, das erklärt einiges. Keine Armory. Also mein Makro lässt auch echt zu wünschen übrig. Kann auch klar sagen. So, und wir sollen hier bitte weitermachen. Das sind die Mutas. Okay, da sind sie. So, die kommen jetzt mal hier hin. Da sollten wir dann eigentlich relativ sicher sein aktuell. Ich habe einfach mal 6 Idle Worker. Und es werden mehr, eher mehr als weniger. So. Und wir pushen jetzt. Schicken einen vorweg. Und ziehen dann alles hinterher. Nein! Hier sind die ganzen Mutas, die wir natürlich eigentlich alle haben. So, und wir brauchen unbedingt auch mehr Medivacs, denn dieses dieser Starport ist halt einfach nicht auf meinem Hotkey. Völlig unverständlicherweise. So, da werden jetzt nicht mal, da werden nicht mal mehr Bane-Dinge gemorpht. Da sind sie alle. Das reicht sogar, glaube ich, nochmal, um das hier zu klären gerade. Traurig, aber wahr. Das reicht tatsächlich nochmal, um das gerade hier zu klären. Aber gleich wird das Ganze ihn natürlich überrollen, ja. Dafür werde ich schon sorgen. Denn er ist nur noch auf One Base. Da ist die Production viel zu gering, als dass er da dauerhaft von leben könnte. So, Mineralienfeld erschöpft. Ihr könnt auch alle mal da gerade rübergehen. So. So. Ich muss immer wieder schön auf die Minimap gucken. Und ich habe keinen Scan frei, das gefällt mir gar nicht. Da werden Banelinge gemorpht. So, und das sollte jetzt eigentlich vorbei sein. So. Kann auch eigentlich nichts mehr produzieren, so viele Overlords, wie er hier gerade verloren hat. Und Geld hat er sowieso nicht mehr. Hoffe ich doch mal stark.
Wir dagegen haben ganz schön viel Geld. Und ich sollte auf jeden Fall auch nochmal auf meine Upgrades setzen hier. Tja, darauf gehe ich gar nicht erst ein. Tanzen wir nochmal schön. Weil wir es können. Und gut ist. Ja. Okay. Damit hat er das Spiel verlassen. Sehr schön. Das zweite Spiel relativ lang und relativ außergewöhnlich. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder rein. Ja, wir sehen es hier. Er hat halt versucht, die ganze Zeit irgendwas gegen uns reinzuschmeißen, dauerhaft. War dabei arbeitertechnisch nicht wirklich vorne. Abbaurate für Ressourcen sowieso nicht, da wir ja noch Mules hatten. Und armeetechnisch hat er dann insgesamt halt auch nicht mehr mit uns mithalten können auf die Dauer. Vor allen Dingen dann hier nicht mehr. Da wir ihn zwei Basen rausgenommen haben, ja zum Schluss halt auf eigentlich gar keiner Basis mehr waren, nur noch Long Distance Mine. Das hat natürlich dann keinen Zweck mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.